Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was zur Hölle ich hier in Torigoth verloren habe. Und nein, ich bin nicht hier gewesen, um Tiger zu spielen. Wobei, eine Runde habe ich gespielt für diesen einen Harmonieerfolg, den man da freischalten konnte für Poppy. Ich habe das beim letzten Mal völlig falsch verstanden, weil ich dachte, man muss 20.000 von diesen Ätherkristallen oder was das da sind, zusammensammeln, aber man musste nur 20.000 Punkte in einer Runde holen. Und damit bin ich eigentlich auch schon komplett beim Thema. Was habe ich hier gemacht? Ihr erinnert euch vielleicht noch, was ich in der letzten Folge von der Liste erzählt habe, ne? Mit den Sachen, die ich da schon freischalten kann. Und haltet euch fest, ich habe im Grunde genommen alles gemacht. Also fast alles, was ich machen konnte. Und ich hoffe, das ist okay für euch, wenn ich das in Zukunft dann wirklich offscreen mache. Ich habe euch jetzt die Entscheidung mal abgenommen, weil das wirklich sehr lange gedauert hat. Also das hätte einen kompletten Part beansprucht, obwohl ich einfach nur die entsprechenden Gegnergruppen gesucht habe. Und ich fasse euch nochmal ganz kurz gleich zusammen. Ne, warte mal. Hier könnte ich eigentlich auch mal wieder nachgucken, aber das habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich sage euch mal ganz kurz auf der Tonspur. Also für Pyra habe ich 6 Lykos-Gegner hier in Gormod besiegt. Für Parzival habe ich im Grunde genommen alles gemacht. Guck mal, der ist komplett clean. Hier muss ich jetzt nur warten, bis er den nächsten Ring freischaltet. Was war das konkret? Einmal besiege 5 Gegner, besiege 10 Gegner, besiege 5 Wasserkraner in Uraya und ich habe 6 Dexen in Uraya besiegt. Das ist bei ihm das Thema. Bei ihr konnte ich auch jetzt offscreen gar nichts machen, weil der erste Ring war voll und hier brauche ich jetzt irgendwie, muss ich irgendwelche Stadtbewohnern helfen. Da können wir jetzt gleich vielleicht anfangen. Ihr habt das Fragezeichen vielleicht gerade gesehen. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt den Part hier begonnen habe. Bei Cora habe ich 6 Hasids in Uraya besiegt. Ja genau, bei ihr war es das und bei Dromark kam auch noch ein bisschen was zusammen. Hier habe ich jetzt nämlich offscreen 6 Wolfen in Uraya besiegt, 6 Wolfen in Gormod besiegt und 5 Kalin-Hopper in Uraya. Also 3 Sachen bei ihm freigeschaltet und bei Poppy war wie gesagt nur das mit den 20.000 Punkten in einer Tiger-Tiger-Runde. Und bei Nim ist die Situation genau die gleiche wie bei Perun. Da konnte ich nichts machen, da warte ich jetzt darauf, dass der die Vertrauensstufe entsprechend nach oben geht. Also war ein ganz schöner Trip. Ich habe aber das Gefühl, dass sich das gelohnt hat, weil das jetzt alles so ein bisschen aufgeräumt ist. Und eine kurze Sache nochmal zu Pyra. Ich bin auch in Torigoth gewesen, um zu kochen. Aber ich konnte sage und schreibe ein Gericht kochen. Also irgendwie haben mir die Komponenten dafür gefehlt. Ich hätte echt safe gedacht, ihr habt es ja beim letzten Mal mitbekommen, ich wollte euch ja eigentlich begrüßen, wenn ich 9-mal was gekocht habe und das 10. Mal dann mit euch machen, aber ich kam da nicht wirklich weiter. Also da muss ich wahrscheinlich warten, bis ich ein paar mehr Items dann irgendwann beisammen habe. So, aber das ist erstmal das, was jetzt offscreen passiert ist. Und hier habe ich dann zufälligerweise gesehen, dass dort ein neues Fragezeichen auf mich wartet. Und zwar hier am schwarzen Brett, wie es ausschaut. Was gibt's denn hier? Nunu. Dringend gesucht. 10 Portionen Melusina-Honig. Gute Bezahlung. Oh, jetzt geht das los. Jetzt geht das los, was ihr mir gesagt hattet, nämlich, dass ich meine Items aufbewahren soll, weil ich die für solchen Kram hier wahrscheinlich benötigen werde. Zu finden im Mücknest, abzuliefern bei der Residenz des Clan-Chefs, gezeichnet Mui oder Maui, Anführer der Bürgerwehr. Ich erinnere mich noch dunkel an den. Sind diese ganzen Aufträge hier alles so Sachen, wo man wirklich nochmal loslaufen muss? Oder kann es sein, dass man das schon im Inventar hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Warum zeigt mir der Kompass nichts an? Hä? Okay, muss ich nicht verstehen. Kann ich mich nochmal hier ranstellen? Mich irritiert das total, dass der hier ein Level 8 Gegner ist. Also ich meine, passiert irgendwas? Main Meister. Ich weiß nicht, irgendwie sieht der so, der sieht nicht so nach so einem typischen Gegner aus. Ich lasse den jetzt einfach mal. Jo, was will ich sonst hier? Eigentlich gar nichts. Ich bin gerade am überlegen, ob in Torigoth ansonsten noch irgendwas anstand. Ich hätte auch noch eine Runde Tiger-Tiger gespielt, aber mir hat jetzt die Zeit auch irgendwie gefehlt. Es ist schon
nach Mitternacht jetzt und ich wollte jetzt aber unbedingt diesen Part noch aufnehmen, weil ich gerade so ein bisschen drin bin und mir morgen oder übermorgen wahrscheinlich keine sinnvolle Zusammenfassung gelungen wäre, weil mir das schon wieder viel zu weit weg gewesen wäre. So, jetzt will ich aber mal gucken, wo ich mein Questziel erfüllen kann. Warte mal kurz, wie ging das jetzt hier nochmal am besten? Hier sehe ich auf jeden Fall nichts. Ich verstehe nicht, warum ich oben im Kompass einfach mal gar nichts angezeigt bekomme. Was ist denn das? Ich dachte, inzwischen hätte ich die Mechanik irgendwie begriffen. Aber so gar nichts ist halt auch nicht so geil, ne? Hä? Und nu? Ist das irgendwie ein Ort, der hier... Alter, kann der Gorilla sich mal... Bist du schon immer so eine weite Runde gelaufen? Ich weiß es nicht, der kam mir gerade verdächtig nah. Ich möchte nicht unbedingt Bekanntschaft mit dem machen. Ich hoffe, er versteht das. Mensch und Tier sind einfach nicht immer kompatibel miteinander. Und ich glaube, zwischen uns würde es nicht sonderlich gut harmonieren. Aber wenn er das natürlich anders sieht, dann kann ich ihn nicht bremsen, nicht? So, das muss ich jetzt erstmal verstehen. Sammle Melusina Honig im Mücknest in Gormod. Mücknest. Gormod. Ja, kein Plan, warum der mir das nicht in der Karte anzeigt. Also kann es sein, dass ich vielleicht zur falschen Uhrzeit unterwegs bin? Ey, ich hasse das, wenn du in der Nähe von Thorigoth bist und der dann denkt, dass du dich da immer noch in der Stadt befindest. Erstmal weiterlaufen muss. So, ich weiß nicht, wo hier ein Mücknest ist. Ansonsten würde ich mich da jetzt straight hinbegeben, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Also ich meine, wahrscheinlich war ich da irgendwann schon mal drin und weiß das jetzt nur nicht mehr, aber warum ist der Kompass mir hier keine Hilfe? Bin ich vielleicht zur falschen Tageszeit unterwegs? Das habe ich jetzt noch gar nicht in Erwägung gezogen. Das kann natürlich sein. Aber der hat das doch früher, hat der das doch auch immer angezeigt, oder? Oder musstest du... Obwohl, nee, das stimmt nicht. Ich habe zu einigen, in einigen Phasen habe ich auch bestimmte Auftraggeber erst zu bestimmten Uhrzeiten gefunden. Aber der zeigt mir nichts an, ey. Was ist das jetzt schon wieder? Muss ich wieder, übersehe ich gerade wieder irgendwas super Offensichtliches und muss dann wieder so ein Entschuldigungs-Fail-Text hier voranbauen? Ich verstehe das nicht. Ich checke das nicht. Oder habe ich eventuell Melusina-Honig? Aber da würde da nicht 0 von 10 stehen. Also ich denke mal schon, dass man da irgendwie komplett rein muss. Hä, warum bin ich jetzt hier wieder drin? Warte mal. Mann, Alter, ja, regt mich doch alle hier schon wieder auf. Mann, was ist denn das? Ich mach mal kurz einen Cut und guck mir das jetzt noch mal in Ruhe an, weil das kann's doch nicht sein. Ich bin im richtigen. Ich guck mal nochmal für mich, okay? Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier wieder abgeht. Ich bin jetzt mit meiner Kartenfrage nicht weiter. Ich hätte eigentlich auch gar keinen Cut reinmachen müssen, aber hier ist. Oh. Du siehst aus wie eine Heilige. Alter Vater, du siehst aus wie ein Charakter, der sich uns bald anschließen würde. Wer bist du denn? Hallo, Wes? Vielleicht bist du ein optionaler Charakter. Vielleicht gibt es hier sowas auch. Ich weiß es nicht. Oh je, so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Was ist denn los? Boah, die sieht irgendwie voll cool aus. Oh, hallo. Man sieht nicht oft eine Klinge allein herumlaufen. Wo ist denn dein Meister? Oh, du bist eine Klinge. Ja, holla. Okay, dein Kernkristall will ich, Baby. Mein Name ist Wes. Ihr müsst wissen, ich bin eine Klinge. Ja, das wurde ja gerade schon festgestellt, ne? Das habe ich doch gerade gesagt. Und was ist mit dir los? Du guckst so aufgebracht aus der Wäsche. Ich wollte hier einkaufen, aber ich kann einfach nicht die Zutaten finden, die ich brauche. Moradain überwacht ja die Importe nach Gormod. Deshalb schaffen es viele Lebensmittel gar nicht erst auf den Markt hier. Sagt mal, hättet ihr vielleicht Zeit, mir bei der Beschaffung der fehlenden Zutaten zu helfen? Ich würde ja selbst gehen, aber leider kann ich es mir nicht erlauben, allzu weit rauszugehen. Bitte, das wäre mir eine Riesenhilfe. Ja, können wir schon machen. Was soll's denn sein? Sicher irgendwelche ganz seltenen Sachen, oder? Ich weiß nicht, ob die so selten sind, aber ich muss sie mir erstmal angucken. Die ist schon irgendwie.
irgendwie auffällig, ne? Ich brauche 5-mal Salzerde, 8-mal Gromreis und 5 Rubin-Mangostine. Ich glaube, das hab ich. Bin mir nicht zu 100% sicher. Ich bin immer hier in der Gegend. Wenn ihr die Zutaten habt, sagt mir bitte Bescheid. Gut, verstanden. Bitte warten. Dauert sicher nicht lang. Seelenruhe. Ey, das wird safe eine neue Spezialklinge geben. Wenn wir sie hier einmal glücklich machen mit dem Krempel, den sie haben will. Ich will aber trotzdem gerne wissen, wie ich die andere Mission abgeschlossen kriege. Das muss ich heute noch rausfinden, sonst werde ich wahnsinnig. So, hallo Wes, ich glaube, wir haben dein Zeug beisammen. Tora hat Kram dabei, da! Oh, danke, habt ihr alles bekommen? Das war sicher ein ganz schöner Aufwand. Ja, ich habe mich einmal im Kreis gedreht, einen Gedanken ausgesprochen und plups war alles da. Ganz easy. Ach was, das passt schon. Nein, wirklich, vielen Dank. Kann ich euch im Gegenzug zum Essen einladen, auch wenn das ein bescheidener Lohn für eure Mühen ist? Danke. Ich wohne auf der anderen Seite des Windmühlenplatzes. Versprecht mir, dass ihr vorbeikommt. Ja, das ist der Plan, aber nur, weil wir dich als Klinge wollen. Nein, und weil wir verfressen sind. Und weil wir daran glauben, dass du eine richtig gute Köchin bist, natürlich, ne? So alles zusammen halt. So, hallo Adven. Adven, Adven, was kriegt man denn bei dir? Auf jeden Fall Zeug, was ich mir in größerer Menge nochmal mitnehmen kann. Weißt du was, ich kaufe mir jetzt einfach alles voll. Irgendwann will ich nämlich auch den 4. Stern hier in Gormod haben. Und vielleicht auch irgendwann eine Urkunde von dir. Das ist der finstere Plan. So, ich habe den ein oder anderen Sternegesprächspartner, glaube ich, auch noch nicht angequatscht. Ich habe, als ich in diesem Holzfäller-Eck da war, als ich nach Wolfen gesucht habe, da ist mir auch aufgefallen, dass der Otto, der da ja irgendwie immer so seine Runden dreht, der hatte auch einen Stern. Den müsste ich theoretisch auch nochmal aufsuchen. So, ist ein bisschen teuer. Das muss ich jetzt nicht auf 10 voll kaufen. Ein bisschen Puffer will ich mir lassen. So, mit dem Wandbild konnte ich ja bisher nichts machen, ne? Ach so. Ja, ach übrigens, gut, dass ich das gerade sehe. Beobachtungsgabe war nämlich der Skill, der mir am Ende der letzten Folge gefehlt hat, falls ihr euch noch erinnert. Und das habe ich natürlich gecheckt, direkt nach der letzten Aufnahme. Und ich habe das nicht. Sonst hätte ich dort den Part begonnen und mir mit euch zusammen angeguckt, was dort so geht. Aber da ging halt nichts, weil mir diese Technik fehlt. So cool aus. Ich weiß, sie sieht eher aus wie so ein typischer Endboss oder sowas. Oh, hallo. Besucher? Ja, sie waren so lieb, mir bei meinen Einkäufen zu helfen. Deshalb habe ich sie eingeladen, mit uns zu essen. Oh, dann seid ihr uns natürlich willkommen. In guter Gesellschaft schmeckt es sowieso besser. Das hier ist Marbon, mein Meister. Ach, und ihr habt rein zufällig so viel gekocht, dass ihr hier alle verköstigen könnt, oder was? Wahrscheinlich schon so für die ganze Woche im Voraus vorbereitet. Leider hat seine Krankheit ihn etwas mitgenommen, aber früher war er einer der stärksten Meister hier. Nun hat er sich zurückgezogen und verbringt hier seinen Lebensabend. Was ist daran so lustig? Wes scheint glücklich. Ja, sieht aus, als würden sie sich prima verstehen. Ich muss mich um das Essen kümmern. Bitte habt noch ein wenig Geduld, ja? Wir können auch gern helfen. Na, wir, wenn dann Pyra, oder? Warum leuchtet die denn so? Sie sieht irgendwie cool aus. Ich weiß nicht, ich will die unbedingt im Team haben. Oh, wirklich? In dem Fall könntet ihr etwas Feuerholz besorgen? Feuerholz wird gemacht. Wir kriegen unser Holz immer von Dwart, vom Holzhandel Seeds, Saeds oder so. Sprecht einfach mit ihm. Vielen Dank schon mal. Okay, boy, da startest du hier in so eine Folge rein. Hast so 10.000 Ideen, was heute passieren kann. Und dann kommt hier so ein neues Mädel um die Ecke und beansprucht das ganze Thema für sich. Aber ich finde das spannend. Ich bin gespannt, wohin die Reise führt. Solange Wes mit Kochen beschäftigt ist, wird sie wohl nicht merken, wenn ich schon mal nasche. Nu? Tu einfach so, als hättest du das nicht gehört, ja? Ja, ist doch okay, als ob sie dir den Kopf abreißen würde, wenn sie davon Wind bekommen würde. Also bitte, so schätze ich sie jetzt nicht ein. So, dann gehen wir mal zum guten Dwarf. Ich meine, den kennen wir ja schon. Für den haben wir auch die eine oder andere Sache hier schon erledigt.
irgendwie ist es schön, wieder in Torigoth zu sein. Aber es ist ja halt nicht so schön wie in Uraya, ne? Aber trotzdem, man fühlt sich hier irgendwie schon so ein bisschen zu Hause. Hallo, Dwarf. Tora erklärt also. Na, wer hat euch Feuerhals holen geschickt? Schade, dann werde ich sie heute wohl nicht persönlich sehen. Entschuldigt. Ihr könnt euch vom Abfallholzstapel bedienen. Danke. Danke, dass wir in deinem Abfall wühlen dürfen, so rum. Großes Danke, Pon. Übrigens, wie geht's dem alten Marbon? Immer noch gesund und munter? Ja. Das hört man gern. Marbon hat uns früher oft geholfen, wenn es irgendein Problem gab. Er stammt aus Moradane, aber Torigoth hat ihm so gut gefallen, dass er sich hier niedergelassen hat. Bis vor kurzem hat er noch Gomotti-Meistern Unterricht gegeben. Aber das ging wohl irgendwann körperlich nicht mehr. Tja, gegen das Alter ist eben kein Kraut gewachsen. Aber ihr seid ja gar nicht hier, um euch von mir lange Reden anzuhören. Bringt Wes besser schnell ihr Feuerholz. Das werden wir, mein Freund, das werden wir. Seelenruhe ist übrigens ein sehr schöner Name für eine Mission. Ja, das Ding hätte ich jetzt fast liegen lassen. Hätte ich das nicht zufällig gesehen, wäre ich jetzt zu West gelaufen und hätte mich gewundert, warum ich das Ding nicht abschließen kann. Aber Ende gut, alles gut. Ich habe es noch rechtzeitig erkannt. So, meine liebe Wes. We're back again. Just waltz in unannounced, why don't you? Oh, sorry. It's just that Vess asked us to fetch some firewood. Oh, she did she? Well, good on you, kids. You can leave it over there for now. Hey, what was that you were up to just now? Huh? What was what? Well, it seemed as if you had swallowed something in your surprise. Nothing gets past you lot, does it? I happen to be eating an Urayan delicacy. Chocolate, they call it. Chocolate? Is it tasty? Oh, you have no idea. Creamy sweetness with a note of bitter almonds intermingling in perfect harmony. One bite of the stuff and you'll never go back. It sounds so tasty. Tora already losing mouthwater. Tora want to try it. Dear, oh dear. Marbon, how old are you? Eating chocolate in secret again like a naughty schoolchild? Vess, no. It's not what you think. I don't think so. How many times have I told you? You mustn't eat it all at once. Well, you see, the thing is, I... You know, that Vess has got quite a presence sometimes, doesn't she? You can say that again. I'd hate to get on a bad side. You can't eat so much of this stuff, or your health is going to suffer. I'll take these, thank you very much. Oh, but... There's no use looking at me like that. I'm not falling for your tricks ever again. Oh, spoil sport. Now come on. Don't be like that. Whatever will our guests think? Come, everyone. Dinner is served. Are these... dumplings? They're indeed dumplings. Isn't there anything else? Where is rest of food? I'm afraid that's all there is. So we've been dumped with nothing but dumplings. Correct. Just dumplings tonight. After all, they are my specialty. You should try them. They're delish, really. Second best thing I ever tasted. Only second best? Yeah, first one being chocolate, by a mile.
Oh, do give it a rest, Mabon. It's bad manners. Ah, please feel free to tuck in. Help yourselves. Hmm. This delicious! Listen to Tora. It's not our fault. It's seasoned with just enough salt. Ja, so krasse Augen, die Wes. Was ich irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, was das für eine Mission hier sein soll. Also die scheint ja schon wichtig zu sein, vor allen Dingen, wenn die Entwickler jetzt hier auch wirklich ganze Cutscenes noch mit einbauen. Also keine Ahnung, am Ende der Geschichte wird sie sich uns anschließen, da bin ich mir sicher. Aber wie lange das noch dauert, kein Plan. Sag mal, könntet ihr mir nicht unauffällig etwas Bitterschokolade besorgen? Wenn ich Wes danach frage, kriege ich von ihr immer nur eine Standpauke zu hören. Sie gesteht mir nur alle Jubeljahre eine Packung zu. Du bist ja ganz schön durchtrieben, alter Mann. Aber schon gut, wir kaufen dir welche. Gutes Mädchen. Ach ja, bring doch außer der Bitterschokolade auch noch einen Reiskuchen mit Obst mit, ja? Und wo kriegen wir das Zeug? Schokolade gibt's in von Samyma zu kaufen. Reiskuchen mit Obst bekommt man in letzter Zeit kaum noch. Früher gab's die in Gormod und Argentum überall. Naja, vielleicht kommt der Trend ja zurück, wenn sich die Handelsbeziehungen verbessern. Alles klar, wir werden sehen, was sich machen lässt. Danke, ich verlasse mich auf euch. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sich auf uns zu verlassen. Ich meine, ich bin in diese Quest hier reingestolpert, als ich gerade Schwierigkeiten hatte, eine andere abzuschließen. Aber wir gucken mal. Bitterschokolade gibt es von Samyma zu kaufen. Okay, das kennen wir schon. Nach Argentum wollte ich übrigens auch schon seit längerem. Das ist auch übrigens ein Thema gewesen, was ich in der letzten Folge vergessen habe anzusprechen, obwohl es auf meiner Liste stand, der ich irgendwie keine Aufmerksamkeit gewidmet habe, weil ich mit 10.000 anderen Sachen beschäftigt war. Und jetzt ist es nicht anders. Es wird auch jetzt wahrscheinlich, wobei, warte mal, ganz kurz einen Blick kann ich mal riskieren. Ich hatte mir beim letzten Mal aufgeschrieben, dass ich die Treppe in von Samyma runterrutschen wollte. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Dann das Thema Wutminderung Mia bzw. Wutsteigerung Poppy Tora. Da hatte ich beim letzten Mal ein bisschen was zugesagt. Das Thema DLC-Code eingeben wollte ich für die nächste Aufnahmesession machen. Dass ich mit den Minuten und Stunden durcheinander gekommen bin, habe ich beim letzten Mal kurz thematisiert, dass ich nach Argentum wollte. Das Thema haben wir jetzt. Und jetzt kann ich meine... Achso, und dann noch die Kiste im Wasser von Samyma. Da waren wir, die war schon geöffnet. Und in diesen Waterfällen oder wie die hießen, wo ich beim letzten Mal versucht hatte, mich hinzusupporten, aber irgendwie den Punkt nicht mehr gefunden habe. Ja, das waren die Themen. Nee, dann war das ja gar nicht. Aber hier haben wir ja im Grunde genommen wenig bis gar nichts verpasst. Ich gucke jetzt nur noch mal ganz kurz hier wegen den Einkäufen. Ich will jetzt ja eigentlich auch nicht mein ganzes Geld verballern. Ich habe aber übrigens, als ich die ganzen Gegner besiegt habe, für diese Harmonie-Dinger zum Freischalten, da habe ich mal so ein bisschen drauf versucht zu achten, die Gegner mit so einem Stufe 2 oder 3 Finisher da unten rechts im Bild, die so zu besiegen. Und ich hatte das Gefühl, dass immer, wenn es mir gelungen ist, dass ich dann häufig Ausrüstungsgegenstände und generell wertvolles Zeug bekommen habe. Und das hat ganz gut geklappt. Also ich glaube, ich habe wieder ein bisschen was zum Verkaufen. Da habe ich mich jetzt offscreen nicht so drum gekümmert. Aber ich verstehe das nicht. Gormod gibt mir viel wertvollere Sachen hier, als das, was ich in Uraya verkaufen kann. Also ich meine, das kann auch an der Entwicklungsstufe liegen, aber da liegt ein Stern dazwischen. Und ich habe, guck mal hier, das ist alles so... Die habe ich, glaube ich, schon bei Stufe 2 auch gehabt, die Sachen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Na gut, aber dann, ihr hattet mir ja auch nochmal geschrieben, nachdem ich wieder meine Unsicherheit ausgedrückt habe, hattet ihr mir aber geschrieben, ich soll alles verkaufen. Weil es eben keinen anderen Verwendungszweck hat. Warum kann ich mir hier nicht aussuchen, wie viele ich verkaufen will? Keine Ahnung. Ich baller die jetzt alle raus. Also so lange, bis ich einen Ort finde, wo ich für solchen Kram mehr bekomme. Aber gefühlt ist das jetzt hier die beste Option.
Gut, ja, dann warte mal, können wir noch mal ganz kurz gucken, ob es hier nicht noch irgendeine Mission gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Da würde ich vielleicht eventuell noch mal ganz kurz nachts hier vorbeischauen. Also ich meine, ich bin ja hier nachts auch schon mal gewesen vor nicht allzu langer Zeit. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, also zu Partbeginn war es halt dunkel hier, ne? Aber ich weiß nicht mehr, ob ich mir die ganze Stadt noch mal angeguckt habe mit Blick auf mögliche Missionen, aber da scheint es nichts zu geben. Okay, dann ist jetzt die nächste Preisfrage. Ich glaube, ich habe meinen Kompass kaputt gemacht. Jetzt zeigt mir auch die nächste Mission nicht an. Hä? Ach, Bitterschokolade habe ich schon. Gucken Sie mal hier, aber der Reiskuchen, der fehlt mir noch. Fördere die Entwicklung von Argentum. Ah, schließe den Auftrag lang erwarteter Roman ab. Kaufe Reiskuchen mit Obst. Okay, Leute, ich glaube, das war unser Zeichen. Ich glaube, wir werden Argentum jetzt mal einen kleinen Besuch abstatten. Ich will nur noch mal ganz kurz gucken, ob ich nicht doch hier vielleicht jetzt irgendein Symbol finde. Würde eigentlich keinen Sinn ergeben, wenn das Ziel wirklich jetzt Argentum ist. Aber man kann es ja noch mal probieren. Sieht aber nicht so aus, ne? Ich muss auch mich immer so ein bisschen konzentrieren, um die Harmoniegespräche, also die Symbole dafür zu erkennen, weil... Warte mal, ich gehe mal in die Handelszentrale. Gehen wir mal ins Herzstück rein. Weil ich irgendwie übersehe ich diese Symbole immer. Ich weiß nicht, ich stand ja schon ganz oft in diesem Let's Play daneben und habe eher durch Zufall auf der Minimap oder so dann gesehen, dass es nebenan die Möglichkeit gibt... so ein Gespräch eben zu triggern. Meine Stimme verlässt mich gerade, das ist nicht gut. So, auf jeden Fall keine Ausrufezeichen, keine Fragezeichen. Zumindest nicht um diese Uhrzeit. Hallo, me. Lolo. Boah, ey, ich habe, glaube ich, einen zu großen Schluck Kohlensäure gerade zu mir genommen. Was kann ich hier machen? Ein bisschen was. Nicht allzu viel, aber ein bisschen was. Und ich glaube, dieses ein bisschen was werde ich jetzt mal in bares Geld umwandeln. Denn ihr hattet mir gesagt, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich das tue. Deswegen tue ich es jetzt. So, hallo Koks, ich war schon so lange nicht mehr hier. Ey, da kriege ich fast nostalgische Gefühle, ne? Ich meine, hier hat alles angefangen. Ich weiß noch, wie aufgeregt ich war und wie geflasht ich irgendwie von allem war. Und jetzt, ja, bin ich halt doch schon ein bisschen weiter. Ach, deswegen hatte Koks noch einen Stern, weil das ein Phönix ist, ja klar. Macht ja Sinn. Hä? Ach, es geht noch nicht. Du bist quasi so ein Premium-Phönix. Oh, was ist denn da los? Da ist ein grünes Pünktchen. Was heißt denn dieser grüne Punkt nochmal? Und wie zur Hölle spricht man seinen Namen aus? Und warum ist die Musik hier so wunderschön? Gibt's was Interessantes zu erzählen? Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren Bergungstaucher und ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Das Bergungsgut, das du zutage förderst, unterscheidet sich nach Region. Das wusstest du sicher schon. Aber wusstest du auch, dass es an manchen Orten schwerer ist, Sachen zu bergen als an anderen? Wenn du was suchst und es auf Gedeih und Verderb nicht in die Hände kriegst, versuch dein Glück also mal woanders. Sagen wir, ich suche was Bestimmtes auf dem Bergungsdeck und find dort nichts, dann gehe ich eben zum Mahlstrom. Du, ich habe schon verstanden, wenn du mir sagst, wenn du da nichts findest, dann guckt man woanders. Dass er das noch mit einem Beispiel anreichert, ist zwar nett, aber nicht nötig. Ach, und noch was. Manchmal kommen nicht nur Schätze hoch, sondern auch Monster. Also immer schön aufpassen. Es fällt einem eben nicht jeder Schatz direkt in den Schoß. Für einige muss man sich erstmal im Kampf beweisen. Ja, das haben wir schon relativ früh im Spiel rausgefunden, guter Mann. Aber danke trotzdem. Jede helfende Hand ist willkommen, ne? Ich will die gar nicht wegschlagen. Aber viel Neues hat er uns trotzdem nicht vermitteln können. So, Nia ist jetzt die ganze Zeit, ich muss mal ganz kurz bei ihr gucken, die ganze Zeit mit dem Parfait beschäftigt, auch in der letzten, ich meine auch in der vorletzten Folge schon. Dabei wäre es vielleicht ganz gut mal... eine andere Kategorie zu probieren. Zum Beispiel Grundnahrungsmittel. Wie sieht's denn damit aus? Ich würde mal... Ich weiß gar nicht, wonach das hier alles sortiert ist, aber wenn ich irgendwas 10-mal habe, dann wird das nicht so teuer sein.
Deswegen probiere ich das mal. So, wenn mir jetzt nichts angezeigt wird, dann heißt das, dass ich jetzt für niemanden irgendeine Favoritenkategorie freigeschaltet habe, ne? Ich mache jetzt mal das, was ihr mir auch mitgeteilt habt. Ich muss nämlich gar nicht warten, bis das vorbei ist. Es ist ein bisschen Verschwendung dann wahrscheinlich, wenn ich das jetzt auf diesem Wege durchprobiere. Aber ich würde es trotzdem gerne mal machen. This is delicious. Ach so, ja, es freut sich Dromark. Stimmt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, aber das ist egal. Ich hätte nämlich gerne irgendwas Neues hier, weil da noch so viele Felder mit Fragezeichen versehen sind. Das muss doch nicht sein. Hier, irgendjemand wird doch Fisch mögen, sage ich doch. Boah, ey, das ist voll die Fischtruppe. Das ist voll die Fischtruppe. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich Rock freischalte, dann muss ich schon allein deshalb Rock dann Nia zuweisen. Einfach, damit das so die... Das ist so die Fischgang am Ende des Tages, wisst ihr? Darauf wird es hinauslaufen. Ich musste zwar theoretisch Dromark da irgendwie noch rauslösen, aber den kriegst du ja von Nia nicht weg. Also, der wird es schon überleben. Vielleicht haben wir ja noch andere Schnittstellen und Gemeinsamkeiten, die sich noch herauskristallisieren werden. Nu, wie geht, wie steht? Du weißt bestimmt, dass Adena in Argentum nach den Nupern am zweitmeisten vertreten sind, oder? Viele Leute wurden in Mor Aden geboren, aber ziehen es vor, hier zu leben, so wie ich zum Beispiel. Das liegt vor allem daran, dass das Leben auf dem Titanen von Mor Aden nicht einfach ist. Der Boden ist so karg, dass es nur wenig Nutzpflanzen gibt. Manche gehen auch nach Gormod, aber ich wollte wegen der besseren Aussichten auf Arbeit nach Argentum. Der Hauptgrund für meinen Umzug ist allerdings, dass die ardenische Armee mich nicht haben wollte. Okay, interessant. Also ich muss sagen, ich kann bisher jedem Ort hier was abgewinnen. Also auch aus der Perspektive, wo man sich niederlässt. Weil das hier ist ja wohl auch ein lebendiger Traum, oder? Über den Wolken. Stell mir vor, ihr wacht morgens auf und guckt auf eine Wolkendecke und auf den endlosen Himmel. Also ich finde das wunderschön. Warum ich Uraya wunderschön finde, brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Und Gormod ist eigentlich auch selbsterklärend. Also es gab, finde ich, hier bisher keinen ungemütlichen Platz, muss man sagen. Wobei ich in Uraya, so schön ich diesen Ort auch finde, natürlich ein bisschen befremdlich finde, dass man in einem Titanen ist, ne? Also das fühlt sich schon so ein bisschen, kann ich mir vorstellen, auch nach Gefangenschaft an, während du hier draußen wenigstens so ein bisschen mal auch die Sonne und die Natur und sowas alles genießen kannst. Das ist jetzt bitter, weil es fehlt nicht mehr viel. Warte mal, ich muss jetzt noch mal ganz kurz in das Taschenmenü gucken, weil ich meine, dass wenn ich das bei Poppy jetzt genauso mache, sie brauchte, glaube ich, Grundnahrungsmittel, um ihre Superkraft 2 freizuschalten. Meine Güte. So, guck mal, weil das Ding war nämlich hier. Und ich müsste ihr jetzt im Grunde genommen 4 Grundnahrungsmittel reinpfeifen und dann könnte ich diese Schatzkiste hier öffnen. Verstehe ich das richtig? Ich würde es jetzt einfach mal drauf ankommen lassen. Ist natürlich so ein bisschen Verschwendung, aber was soll's. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das nächste Mal hier wieder herkomme. So, Grundnahrungsmittel. Würde ich einmal jetzt das hier nehmen. So, jetzt müsste der Counter bei ihr nämlich auf 1 sein. Warte mal, nee, da muss ich jetzt einmal... Das ist ja aber auch immer nicht so einfach. So, warte. So, genau, da steht jetzt eine 1. Und keine Sorge, ich werde jetzt 3-mal hintereinander weg da was in die Tasche reinballern und hoffe, dass das dann klappt. Und dann kommen wir endlich an diesen Schatz ran. Was lange währt, wird endlich gut. So, ich werde jetzt von jedem mal 1 nehmen. Ja, vielleicht hätte ich 4 auch von einem wegballern sollen. Aber ich nehme jetzt mal 4 verschiedene. Das war jetzt die 2. Warte mal, aufpassen, dass ich in der richtigen Kategorie lande. Das hier ist die 3. Ich meine, damit erhöhe ich ja auch diese Vertrautheitsstufe jetzt, ne? Mit jedem Mal, wo ich sowas hier reinpacke. Damit kann man das vielleicht dann auch künstlich ganz gut beschleunigen, ne? Also ich weiß nicht, wie stark sich so ein gutes oder passendes Taschen-Item auswirkt, aber ich könnte mir vorstellen, da ist es. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unerheblich ist. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid. Aber wenigstens erkenne ich das immer schon, kurz nachdem ich falsch gedrückt habe und muss nicht erstmal gucken, bis die falsche Map oder das falsche Menü oder so offen ist. Wisst ihr, was ich meine?
So, damit hätten wir Superkräfte 2 aktiviert. Was brauche ich denn jetzt hier für den nächsten Ring? Der ist auch gar nicht mehr so weit weg. Ich glaube, Poppy wird die Erste sein, die dann den vierten Ring freilegt, ne? Ich glaube, bei den anderen sind wir noch weiter entfernt. Sehr, sehr schön. Ich erwarte, dass hier was Schönes, Tolles drin ist. Ich habe übrigens in der letzten Folge nicht resoniert. Das werden wir hier und heute, werden wir das ändern. Und ja, ich will aber erstmal so ein bisschen noch in Argentum hier gucken. Hallo Pilo Pilo. Pilo Pilo ist fast jeden Tag bei Auktion, aber Kernkristall hat Pilo Pilo noch nie als Versteigerungsobjekt gesehen. Hängt auch damit zusammen, dass nicht viele Nobon Potenzial haben, Meister zu werden. Außerdem müssen alle Kernkristalle für Reinigung nach Indol gebracht werden, deshalb hier nicht als Ware vorhanden. Pilo Pilo kann verstehen, dass Meister in Hoffnung, Kristall zu finden, Auktion aufsucht, aber er unwahrscheinlich. Verstehe. Okay. Ja, Ingol ist eigentlich unser... Nee, Indol. Indol oder Ingol? Ich verwechsel das wahrscheinlich voll mit Ingolstadt gerade. Das ist auf jeden Fall unser nächster großer Ort, den wir aufsuchen werden. Wahrscheinlich direkt, nachdem wir in Garfond gewesen sind. So, wen oder was gibt es hier noch? Rasseldassel. Gibt's bei dir was Neues? Nu, wie geht, wie steht? Rex total verändert seit letztem Treffen mit Rasseldassel, hat nun sogar Nobornmeisterfreund. Nobornmeister ziemlich selten. Ja. Kann gern kleine Geschichte erzählen über Nobornmeister namens Noporik. Wie gesagt, Nobornmeister sehr, sehr selten, wie Perlen in Muscheln. Aber Noporik nicht nur Meister gewesen, war in erster Linie talentierter Bergungstaucher. So wie Rex, Meister und Bergungstaucher in einer Person. Ach, so ist das. Noporik hat beim Bergungstauchen mit Macht von Klinge fiese Monster in Schach gehalten. Herausragende Leistung, trug auch besonderen Titel, wurde Bergungslegende genannt. Aber Leben verläuft selten nach Plan. Ach ja? War ein wunderschöner Sonnentag, hellblauer Himmel und so. Perfektes Wetter für Bergungstauchen. Doch plötzlich dunkle Wolken, soweit Auge reicht. Dann Nebel auf Boden, Hagel von Himmel und auch Schnee. Seit diesem Tag Noporik spurlos verschwunden. Leute sagen, Noporik auf Weg nach Hause von Vielfraß Morlin verschluckt. Moral von Geschichte, selbst guter Bergungstaucher kann schlechten Tag haben, also immer schön aufpassen. Vielfraß Morlin in letzter Zeit angeblich bei Ödland von Shanzak in Mor Ardain gesehen worden, also Obacht. Aha, oh, gucke mal hier. Das war ja gar nicht mal so unwichtig, mit dem zu sprechen. Haben wir direkt einen Auftrag bekommen, oder was das jetzt sein sollte? Alles Sprain, ne? Ich werde nie wieder versuchen, etwas an einem Ort zu bergen, der in keiner Karte verzeichnet ist. So viel ist sicher. Da bleibe ich lieber hier und warte Frachtschiffe, auch wenn das stinklangweilig ist. Naja, irgendwann wird dir wieder so langweilig, dass du dich doch ins nächste Abenteuer stürzt. Oh, warum habe ich denn hier jetzt einen Stern? Gibt lauter Lecki, Schmecki, Mampf und Schlürf und Luxuszeug bei Bazar von Argentum. Erhöht sogar für kurze Zeit Fähigkeit, heißt es. Rasseldassel ist völlig aus Häuschen, gab in Heimatdorf nichts derartiges. Hat jetzt vor, extra dicke Riesentasche zu kaufen und bis oben hin mit tollem Zeugs von Bazar vollzustopfen. Okay. Dann wünsche ich dir viel Freude. Ich hoffe, dein Magen kann das aushalten, was du ihm dann demnächst so alles zuführen wirst. Toi, toi, toi. So, ist jetzt schwierig, hier irgendwie mit Sinn und Verstand das alles abzusuchen, weil eigentlich würde ich auch ganz gerne die Händler alle nochmal aufsuchen und ja, so ein Zeug hier halt einkaufen, ne? Vor allen Dingen, wenn das so schön günstig ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen, wenn ich das ganze Zeug hier verbrate, weil ich einerseits die Entwicklungsstufe weiter erhöhen möchte und andererseits habe ich im Hinterkopf noch, dass ich einiges noch verkaufen kann, ne? Habe da, wie gesagt, jetzt offscreen nicht geguckt, aber sicherer Handel, das klingt wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Guideline oder sowas, wie so ein Tutorial-Heft oder sowas. Nali, Nali. Ich weiß gar nicht, habe ich das beim letzten Mal alles auch eingekauft und das schon verbraucht? Nee, ne? Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal einfach zu wenig Geld. Vielleicht geht das dann aber mit der Entwicklungsstufe hier entsprechend schnell, weil ich ja jetzt das nötige Kleingeld habe, um überall ein Exemplar zu kaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das werde ich dann auch jetzt erstmal tun.
aufgrund der Hülle und Fülle des neuen Krams werde ich jetzt nicht überall alles auf Maximum einkaufen, aber zumindest einmal. So, ich glaube nämlich, dass ich hier zum Beispiel auch zuletzt kein Geld gelassen habe, aber dieser Händler geht schon ein bisschen ins Geld. Aber wer weiß, vielleicht komme ich hier irgendwie noch auf ein zweites Sternchen. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Aber ich glaube, den krassesten Boost hast du wirklich, wenn du eine Nebenquest für irgendeinen Bewohner hier erfüllst. Kann das sein? So, hier können wir nochmal in die Vollen gehen. Hier weiß ich nicht mehr, ob ich mal eins gekauft habe oder nicht. Narzissbirnenkonfitüre. Ganz schön teuer. Obwohl die bestimmt saulecker ist. Will ich gar nicht anzweifeln. Hallo Zuzu. Ich weiß noch, dass du am Anfang nicht mit mir handeln wolltest und dass das ein bisschen gebraucht hat. Und weißt du was? Als freundschaftlichen Dienst nehme ich dir gleich 5 davon ab. Ich hoffe, du bietest gute Qualität an, die dazu führt, dass ich meinem Geld nicht hinterher weinen muss. So, wie waren das nochmal bei diesen Händlern? Sollte man da auch von allem eins kaufen? Das kriege ich nicht mehr zusammen. Würde ich erstmal von Abstand nehmen, weil ich nicht weiß, ob ich das Zeug überhaupt einsetzen werde. Sind das hier neue Sachen? Sind das hier neue Sachen oder sind das alte Sachen? Das ist ja nicht mal so leicht. Warte mal, ich würde aber sagen, dass das eine oder andere schon eine Verbesserung darstellt, oder? Warte mal, ich guck mal ganz in Ruhe, ob ich hier von irgendwas kaufen möchte. So, ich glaube, es wird doch hier auf den einen oder anderen Einkauf hinauslaufen. Also Pyra wird auf jeden Fall einmal... Nee, warte. Für sie wollte ich den hier holen, wobei ich gerade sehe, dass der Autoangriff hier noch weiter ansteigt. Ne, ich werde den Kobaltsplitter für sie holen, weil den Kobaltsplitter, für den hatte ich mich gerade auch entschieden, als ich bei Cora mal geguckt habe, aber dieser Autoangriffsboost, der ist schon erheblich. Hier hätte ich noch die Möglichkeit, die Blockrate ein bisschen zu pushen, das wird dann bei den anderen vielleicht gleich noch interessant, aber erstmal will ich hier ein bisschen... Achso, guck mal, so einen Eisensplitter habe ich sogar schon im Besitz. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, das hier ist mein Tanky-Danky-Freund. Da würde ich, wenn dann, auf die Blockrate gehen. Autoangriff erhöht sich ja auch nochmal obendrauf. Boah, ich glaube, das kann man voll machen. Kritische Rate ist bei ihm jetzt für mich erstmal zweitrangig. Was hat denn jetzt eigentlich dazu geführt, dass der hier sein Sortiment erweitert hat? Oder hatte der das von Anfang an? Das kann natürlich auch sein. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt hier gesehen habe. Ich glaube... Boah, das ist voll schwierig. Ich weiß nicht, wie wichtig die kritische Rate ist. Aber ich würde bei ihr, weil das hier sonst auf über... Also um über 10%, also um 11% die kritische Rate einbrechen würde. Obwohl, nee, brauche ich gar nicht kaufen. Nee, weißt du was? Ich mache jetzt einfach den hier. Ich weiß nicht, ich will da jetzt auch nicht zu frickelig werden. Ich lasse jetzt einfach meinen ersten Impuls sprechen. So, mit ihm habe ich einen Heiler. Das heißt, am ehesten wird wahrscheinlich das hier Sinn machen. Oh, es geht jetzt aber doch ganz schön ins Geld, ne? Da geht es futsch, da geht es weg. Mein ganzes hart erspartes Geld. Aber ich hoffe, dass das hier eine gute Investition ist. Bin jetzt einfach mal guter Dinge. So, bei wem bin ich jetzt? Bei Nim. Bei Nim 2. Ich weiß, das habe ich ja, glaube ich, schon öfter gesagt. Aber irgendwie bietet sich das immer so herrlich an. Da werde ich auch auf die Blockrate gehen. Ist, glaube ich, das Vernünftigste. Weil die Blockrate bei Tanks eigentlich fast noch wichtiger ist, ne? So, ja, wo wir gerade beim Thema sind. Poppy. Boah, ey, 42. Das ist aber schon mehr als ordentlich. Aber das soll sie natürlich bekommen. Ich meine, sie ist der einzige Tank, der immer im Einsatz ist. Es sei denn, ich hole Tora da irgendwie raus aus meiner Gruppenkonstellation. Aber ja, das war jetzt ein ordentlicher Einkauf. Hier hätte ich mir jetzt so einen schönen Entwicklungsstufenstern gewünscht. Aber er bleibt mir verwehrt.
So, jetzt muss ich mal gucken, ey, wie die Zeit hier schon wieder rennt, ne? Ich weiß auch, wie ich euch gefühlt vor 2 Minuten an den Toren von Torigoth begrüßt habe. Und jetzt bin ich schon wieder bei fast 50 Minuten. Was ist denn los, ey? Xenoblade Chronicles, erzähl mal, was ist denn los? Kannst du doch nicht machen, einfach so hier. So, Mama Luni, ich glaube, bei dir werde ich nicht einkaufen. Das mit den Hilfskernen, das habe ich nämlich vor nicht allzu langer Zeit gemacht. So, ich werde mich beim nächsten Mal dann nicht hier weiter umgucken, weil mit Argentum bin ich noch nicht durch, zumal ich auch die obere Ebene noch habe. Ja, so viel zum Thema, wir gehen uns auf jeden Fall Garfond angucken, ne? Das hat ja dann wohl nicht ganz geklappt. Aber ich habe noch das Resonierungsthema. Das wird dann das letzte sein, was ich heute mache. Denn das habe ich beim letzten Mal komplett außen vor gelassen. Ey, wie ich das jedes Mal vergesse, ne? Ey, ich bereite mich vor in Hülle und Fülle und diese Kleinigkeiten, die übersehe ich dann immer. Das mache ich aber mal eben schnell jetzt. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft hier. 4 habe ich jetzt entlassen, aber 4-mal werde ich nicht resonieren. Müssen wir mal gucken, vielleicht 3-mal. Lassen wir uns überraschen, was als nächstes passiert. Ich starte mal mit einem Mutverstärker. Watch out! Hallo Himawari. Tschüss Himawari. Wenn ich jetzt nicht mindestens 3 Talente bei dir sehe und du hast nur ein Krönchen, da wird nichts draus. Oh! Oh, was? Die können so viele Talente haben, trotz nur einer Krone? Die sagt wahrscheinlich nur was über die reinen Statuswerte aus. Ist jetzt nicht das Allerwertvollste, was sie hier mitbringt, aber ja, interessante Konstellation. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. So, ja, wir machen jetzt hier einfach mal ein bisschen abwechselnd, so wie sonst auch. Einmal Empathieverstärker für dich. Und das nächste Hundi in Form von Baku. Ich glaube, Baku war schon mal Teil unseres Teams. Sag mal, verändern sich eigentlich auch immer die Talente und Techniken und alles oder bleiben die immer gleich? Also hat Baku immer die gleichen Stats und alles? Ui, aber die sind hier relativ talentbehaftet, die Klingen, die jetzt hier gerade so rumkommen. Nee, nicht als Partner einsetzen. Dankeschön. Ich werde jetzt, glaube ich, noch einen weiteren Versuch mit Rex wagen und dann schließen wir das Resonierungskapitel für heute. Orochi, welcome to the team. Die große Überraschung gab es jetzt damit zum Ende leider nicht. Oh, Orochi, es war ein sehr kurzes Vergnügen mit uns. Es tut mir leid. Aber ich schicke dich raus und vielleicht kehrst du irgendwann wieder mit uns zurück, nachdem du ein bisschen mehr Skill da draußen in der großen, weiten Welt gesammelt hast. Und dann können wir gerne nochmal ins Gespräch gehen. Gut, ihr Lieben, ich werde mich beim nächsten Mal hier ein bisschen in Argentum weiter umgucken. Und ja, je nachdem, wem oder was ich hier noch in die Arme laufe, werden wir dann davon auch abhängig machen, ob ich dann weiter nach Garfond gehe und ob wir beim nächsten Mal vielleicht mit der Hauptstory weitermachen und alles und überhaupt. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!